Mitgliedschaften des Rheinhammer Rennfahrer raus, überhaupt kein Problem. Die Prämie hat er nicht geholt, Jan Abermann hat ihn kurz etwas hinstellen. Prämienabgabe für euch, eine kleine Überraschungsprämie sozusagen an die Nummer 19 und an die 16. Also einmal nach Polsch, an Florian Kappenholz, einmal nach Doppert in der Starker. Die Gruppe ist eine Runde zurück. Der in die breiten Fußstapfen seines Vaters treten wird, da bin ich mir sicher. Vom FC Lexi Speedbike mit der Startnummer 1 auf Platz 1. Tolle Fahrweise, Tim Teutenberg. Ja, der braucht noch Kletterschuhe, um da oben auf das Siegertreppchen drauf zu kommen. Hat jetzt die 10 runter für euch, 10 runter für euch. 3, 2, 1, Start frei, gute Fahrt, 17 und 19, der Fahrt. War zwar mit der falschen Startnummer unterwegs, letztendlich kein Riesenproblem. Von der SG Radschläger Düsseldorf, Platz 1, Theresa Pibbeling. Jetzt direkt Protest, kein Problem. Platz 1 vom RV Schwalbe Trier, ein großartiger Sieger mit einer Runde Vorsprung, Lennart Jung. Dankeschön, und auch hier machen wir Start frei, gute Fahrt. Oh, das ist vorne die Strecke. Da
dann ist es wieder Pierre Simon Schmidt, Doppel-D, der ja richtig Speed macht, zu Funk ist dabei und Liebe Heidemann vom RV Schwalbe aus Trier. Wir haben 2,4 Kilometer und wir haben noch das fette Reifenrennen des Jahres 2004. Einmeldung einfinden. Die Anmeldung, da müsst ihr hier vom Start und Ziel der Rennstrecke entgegengehen, etwa 300 Meter. Auf der Linie hinten einfinden. Laufen Sie schon. Ist die letzte Runde mit dem Block in zwei hinein. Die beiden dahinter werden 5er und 6er. Die haben auch lange gekämpft. Hallo, wir rutschen bei den Zielen. Die aber richtig da sind, wo genau diese Position ist, bei einigen Prozessen, alle Fahrer, die hier. Im letzten Jahr auf Platz 1 hat sie gesagt, warum auch nicht im Jahr 2016. In diesem Jahr auf Platz 1 von der RC Staubwolke Quadrat. Riesenapplaus für Christina Köpp. Und ihr seht schon, die haben es uns extra schwer gemacht. Alle blau, alle weiß, alle die gleiche. Felix Hapke, komplette Programm ohne Bindestrich, den konnte er sich nicht leisten. Und auf Platz 1 vom RSC aus Schwerte 1977. Mit der Nummer 4 Simon Schmidt mit Doppel-T. Oder Simon Smith. Der Größte steht ganz oben, das ist ein gewaltiges Siegertreppchen. Mein lieber Mann, wenn du runterfällst, brauchst du ein Fallschirm. Deutschland, da kommt er durch, schießt durch die Masse durch. Riesenapplaus für ihn. Und jetzt stehe ich selber hier im Feld, der Elite-Fahrer. Das ist leider bei mir schon ziemlich lange her. Feuer frei. Anders kriegt man sich hin, glaube ich. Kann ich auch verstehen. Jetzt fängt es nicht an zu regnen. Zehn Fahrer fahren los. 1-2-1 los. Gute Partie, Spaß. Wir wünschen uns zu einem interessanten Rennen. Passt auf euch auf. Nach Möglichkeit keine Stürze. Bis gleich. Reingefahren. Aber Moral, mein Lieber, ja? Moral. Der hat sich voll über die große Weite gefahren. Das hast du ja nicht anders erzählt. Der eine Runde vorne und der andere in Main. Andere. Main ist aber toll. Also hier habe ich den Rennen wieder vorne eingeführt, die Rennen vorne wieder bei.
also von vier in dieser Gruppe, Heiko Hoffenhaus an der dritten Position, das gute Fahrt, auch wenn wir kennen jetzt dieser Gruppe natürlich um seinen Platz, um seinen Top-Platz. Kühlersfeld auf 8 Punkte. Du hast 6 Runden, Kühlersaufeld auf Platz 8. Die letzten 6 Runden sind angebrochen für das Aufeld, die 7 Spitzenfahrer. Die fahren noch 10 Runden. 6 Runden für das Aufeld, noch 10 Runden für die Spitzenfahrer. Und Heiko Hoffenhaus, der kann auf der allerletzten Runde reißen lassen müssen. Sobald das Tempo etwas höher ist, hat Heiko Hoffenhaus den jungen Kämpfer. Da geht vom Fachflaschen mal. Doppelprämie in der nächsten Runde. Doppelprämie in der nächsten Runde. Der letzte, der fährt ihr nicht mehr mit. Die 120 hat ihr nicht mehr gewonnen. Die 120, die hat eine Lizenz für aufzufahren. Der wird den nächsten Wettbewerb dazu. Die 57 wird dazu, Hans Virius. Aber die 120, strenger vom Reis an die 120. Heiko Hoffenhaus, ihr müsst verklatschen, liebe Zuschauer. Es war ziemlich schwer mit den Kurven hier, musste man ziemlich aufpassen und ich bin Runde 1 losgefahren und ab da hieß es eigentlich nur noch Vollgas. Also hört sich so wenig an, 60 Runden, 72 Kilometer, ihr seid ganz andere Distanzen gewohnt, aber ich würde sagen, gefühlt ist das wahrscheinlich mindestens die doppelte Distanz gewesen. Ja, es war noch ein bisschen intensiver, sagen wir mal so. Also ich bin die Woche nochmal die gefahren und da hatten wir halt Etappen, die waren 880, 200 Kilometer lang, aber ja, da fährt man halt nicht 180 Kilometer Anschlag, das ist dann nochmal ein bisschen was anderes. Hast du gedacht, dass du, hast ja schon starke Jungs dabei gehabt, dass du das Ding hier von vorne fahren könntest, dass du Daniel Klemme, super Sprinter, dass das Ding hier im Sprint gewinnen könntest? Es war schon schwer, ich habe jetzt nicht unbedingt damit gerechnet, weil, wie gesagt, ich bin von Sonntag bis jetzt eigentlich jeden Tag Rennen gefahren, die komplette Woche über die Tour de Normandie und es ist ja auch keine einfache Rundfahrt und deswegen war es ein bisschen schwer, aber jetzt hat es ja zum Glück gereicht. Lange Zeit vor der Gruppe, alleine hast du viel, viel Körner gelassen. Vielleicht zu viel Körner oder ging es dir einfach so gut? Mir ging es eigentlich ganz gut. Dann macht das Fahren Spaß. Ja, das macht Spaß, vor allem im Nacken. Zweiter Platz, ist das okay? Auch noch einen tollen Sprint hingelegt, das war knapp. Ja, war knapp, ein bisschen ärgerlich, aber... Aber du kriegst einen tollen Applaus. Der Zweitplatzierte aus Hürth, aus Köln, junger Mann, Hans Virius, war schon deutscher Bahnmeister. Sensationell, gib schon mal vorab Applaus. Komm, Applaus für mich, komm weiter. Applaus, da bitte. Deine Kumpel super zufrieden. In der Anfangsphase sofort aufmerksam, sofort mit dabei, dann aber zurückgefallen aus der Spitzengruppe. Da sah es zwischendurch gar nicht gut aus, so als die erste Gruppe ging und da bist du kurz rausgefahren. Ja, ich war allein unterwegs und gesagt, dass zwei von hinten kommen. Hans war dabei, die Tempomaschine. Ja, richtig, die Tempomaschine. Ja, und dann wart ihr mit 7 Mann, das lief ganz gut. Ihr seid einmal rumgefahren und da, ja, dann 7 Mann, ja, wenn du 7. bist, ja gut, bist du platziert, du kannst gewinnen, sehr dicht beieinander. Hast du gehofft, mit aufs Treppchen zu kommen oder wie hast du das Rennen am Ende zurechtgelegt? Ja, also ich habe versucht, möglichst weit nach vorne zu kommen, also ziemlich weit vorne die letzte Kurve zu fahren, aber ich bin halt nicht so der beste Sprinter. Es ging an sich, aber ich bin ganz zufrieden sein. Wollte ich sagen. Der Gewinner der 67. Austragung vom SV Sturmvogel, Joshua Schotten. Joshua Huppertz, oh, Huppertz, Schotten gibt's auch. Joshua Huppertz von Kuota Lotto, ein Profi vor zwei Top-Amateuren. Jetzt klicken die Kameras aus der Sonne, gleich drehen die sich auch nochmal um, ja, damit ihr die auch von vorne sehen, wenn die Filme vollgeschossen sind. Von hinten links der erste Vorsitzende.